Ja, auch noch finde ich eine total nette Erinnerung. Man stelle sich vor, das Telefon läutet und es ist jemand dran und sagt zu dir: Entschuldigen Sie, wissen Sie, dass Ihre Straße umbenannt werden soll? Und dann ist derjenige oder diejenige total verwirrt und so weiter. Und also ist folgende Geschichte. Ich habe mitgekriegt, dass die Birkenleiten umbenannt werden sollte und habe mich einfach gewundert, dass sich da niemand irgendwie aufregt oder so, weil wenn meine Straße umbenannt werden sollte, also ich würde mich wahnsinnig aufregen. Bürgerinitiative. Und wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass das nicht passiert und so. Und Fakt war, die wussten überhaupt nicht, dass ihre Straße umbenannt werden sollte. In Giesing auch, oder? Oh ja, Birkenleiten. Ja. Unter Giesing, Krämersche Kunstmühle. Also das ist eine Mühle, die jahrelang Mehl gemahlen hat. Okay. Und da sollte diese Straße halt umbenannt werden. Ne, auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde halt das einfach so nett, weil ich habe mal gedacht, das kann es irgendwie nicht sein. Habe mal im Internet dann die Telefonnummer rausgesucht und da angerufen und habe halt dann so über mich ergehen lassen, dass die wahrscheinlich gedacht haben, Doc Talk oder so. Aber wir haben es dann geschafft, dass diese Birkenleiten nicht umbenannt worden ist. Und das war gar nicht so einfach.